Mann, Sir, entspann dich. Brockers sagt, wir sollen Raser blitzen. Du willst doch immer abliefern. Geliefert wie bestellt, hä? Dann funk ihn an und sag ihm, wir haben Lieferschwierigkeiten. Auf mit dem Scheiß. Wir müssen uns woanders aufstellen. Das hier ist im Umkreis von 10 Kilometern die beste Rennstrecke. Mann, Henk, man sieht uns schon aus 100.000 Kilometer Entfernung. So rast uns doch keiner rein, selbst wenn einer käme. Ja, was ja auch in Ordnung ist, weil der dann gar kein Raser ist. Moin, Wolfgang. Ich weiß, ich bin spät dran. Moin, Frieda. Ich dachte schon, du verzichtest jetzt doch noch auf die Generalprobe. Nein. Ich will diesen Testlauf unbedingt. Nicht, dass ich es nachher noch vermassle. Wir wären sowieso auf hoher See, wenn es drauf ankommt. Und ich würde schweigen wie ein... Stimmt was, ne? Nein, nein, alles gut. Aber vielleicht sollten wir uns etwas beeilen. Oh, er muss drin bleiben. Offiziell? Für Seebestattung gibt es strenge Vorschriften. Da braucht es Papierkrieg und Genehmigungen. Ich mache das nur für dich, Frieda. Aus alter Verbundenheit. Danke. Also einfach nur jetzt ins Wasser. Der letzte Moment gehört natürlich nur dir und deinem Henning. Mit den Wellen hinfortlassen. Ja, wir proben doch nur. Hey! Hallo! Ist da niemand an Bord? Jetzt würde mein Henning sonst wohin treiben. Oha, ich muss los. Ich habe noch einen Termin beim Notar. Henning hat da was für mich hinterlegt. Ich kümmere mich hier mal. Danke dir, Wolfgang. Irgendwas stimmt da nicht.